Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier in Sasau im Kloster und warten auf den Baumeister, auf den Karel, ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt auch egal. Der nette junge Mann ist auf dem Weg hierher und möchte sein Klosterabsiegel mit dem unsrigen vergleichen. Ja, kann nicht mehr lange dauern. Er wollte schon hierher laufen. Und da ist er auch schon. Kommt um die Ecke geschnellt. Zerschellt an unserem Burak. Und da war die Luft Im weg, hä? Kloster sein, Junge? Ich frage, darf ich ihm folgen oder nicht? Ich mach's mal. Nicht. So, jetzt. Ich darf. Es geht mir gegen den Strich, aber das Siegel und die Unterschrift sind echt. Konrad kann also gehen. Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt. Wunderbar. Ich sage es ihm. Alles Gute. Großartig. Wir haben diesen Auftrag erledigt. Wir können jetzt noch dem Baumeister Bescheid sagen. Danach reiten wir möglichst schnell nach Tarnberg, um noch ein wenig Fleisch abzugeben, bevor es mir noch in den Satteltaschen verdirbt oder im Rucksack oder wo auch immer ich es trage. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Das ist genau. Ein Gelübde. Im Kloster ist kein Mönch erlaubt, das habe ich begriffen, das ist ja auch üblich so. Ach, ich habe die Haustürschlüssel gekriegt. Das ist so großartig. Was tust du hier? Sind dir die Klosterbauern von innen zu langweilig geworden? Oh je, der sieht jetzt irgendwie benommen aus. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch was vorgefallen. Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen! Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer sind Sie? Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute, natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Wie kommst du darauf, dass jemand hinter dir her ist? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei. Ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Gärten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Naja, aber wo bist du besser dran als in einem großen Lager in Tarnberg? Na gut, ich kümmere mich drum. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Verzweiflung. Sag mal, Wächter. Glück und Gesundheit. Ja, langweilst du dich denn nicht? Findest du es hier nicht öde? Das ist die Hölle. Vor allem für uns Wachen. Ich wünschte, wir könnten zurück nach Bettlern. Okay, und wer ist Peka? Kannst du mir etwas über einen Meister Peka sagen? Das sagt mir was. Ist er ein Händler oder sowas? Nein, nein. Das war einer, der so ähnlich hieß. Alles Gute. Na toll. Oh, Sebastian redet nicht mehr mit uns. Oh, der hier, der Helfer,
redet auch nicht mit uns. Was tust du hier? Au. Was tust du hier? Guten Tag, wie kann ich helfen? Peika, erzähl mir was von ihm. Kannst du mir etwas über einen Meister Peika sagen? Der Adlige, der kürzlich hier auftauchte? Er soll sich im Gasthaus einquartiert haben. Na, danke schön. Ich habe gedacht, die eine Aufgabe wäre endlich abgeschlossen, aber so wie es aussieht, haben wir noch ein bisschen was. Stopp! ich kann mich zwar zum Peika hinschleichen, oder Peika, wie sie ihn nennen, hinschleichen. Allerdings, ich verzichte hier besser auf Schleichen. Und wappne mich. Weil wer weiß, wie gut er gerüstet ist. Und wenn er uns da einen Scheitel zieht, habe ich ein Problem. So. Was ist das eigentlich für ein Pferd? Das Pferd habe ich vorher auch nicht gesehen. Vielleicht ist das von diesem PK. Oder vom Baumeister. Ja. Und als ich zum 20. Mal vom Kloster zur Schenke geritten bin, habe ich den Weg immer noch nicht gekannt. Ich versuche es über die Straße. Und passt sehr gut. Ich reite durchs Tor, wie es sich gehört. Dup, 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 dup. Und hätte ich nicht so viel Fleisch dabei, wäre ich wahrscheinlich auch... Oh ja, das ist ein Argument. Dann wäre ich agil. Und agil sein sollte ich an der Stelle. Toll. Die Hasen sind völlig vergammelt. Ich kann nichts mehr wegtun. Ich könnte die Konservierungsmittel drüber kippen, dann wäre es wieder gut. Ich könnte noch ein bisschen von meinem Zeug futtern, einfach nur, weil es geht. Das Gericht noch weglegen, damit ich nicht gerade überladen bin. Ja, nichts mehr, der Bohrer kann ja nichts mehr tragen. Also muss ich so ran. Mit Baumeister Karel rede ich nicht. Bier für mich. Bürger, irgendeiner von euch Bier. Könnte mir vielleicht sagen. Vielleicht er hier, der Freskenmaler, der kennt doch genau Peika. Kannst du mir etwas über einen Meister Peika sagen? Sicher. Hat mit ihm im Gasthaus gewürfelt. Anständiger Kerl. Ja, das habe ich befürchtet. Alles Jetzt muss ich noch mit einem anständigen Kerl in den Scheitel ziehen. Am Würfeltisch hat er gesessen. Hat er vielleicht auch mit dir gewürfelt? Ja, hat er. Ach, Dorfbewohner. Ich suche mal oben die Gasthäuser ab. Die Quartiere. Nein, hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Und auch hier ist er nicht. Ich muss mal den Wirt fragen. Der kennt doch bestimmt seine Gäste und weiß, wo er hingegangen ist. Oder vielleicht sitzt er drinnen. Ah, das ist ein Argument. Er sitzt drinnen. Peika, da ist er. Guten Tag. Bist du Meister Peika? Bist du Meister Peika? Der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich von Skarlitz. Und was begehrst du von mir, Heinrich von Skarlitz? Was führt dich nach Sasau? Was führt dich nach Sasau? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte?
Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Tja, halte dich doch mal von Meister Kieser fern. Halte dich von Meister Kieser fern. Kieser? Konrad Kieser? Weshalb sollte ich etwas mit ihm zu tun haben wollen? Er muss deinetwegen also nicht besorgt sein? Besorgt? Gott, nein. Warum auch? Wir waren Freunde. Na gut, das wäre dann alles. Wie der Meister befiehlt. Mach's gut. Ich persönlich bin verwirrt. Ich sag dem Kieser jetzt mal Bescheid. Wahrscheinlich ist er schon entführt oder irgendwas. Weil wir mal wieder im Gasthaus rumhangen. Ja. Oder aber, der Kieser hat sich aus dem Staub gemacht, weil er kein ordentlicher Baumeister ist und überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Ah, so wird ein Schuh draus. Er will sich die Peinlichkeit ersparen. Deshalb fällt ihm immer wieder was Neues ein. Ah, das kann natürlich jetzt sein. Das ist, wäre für mich zumindest meine logische Argumentation, warum er nicht weg will. Nein, er ist nicht getürmt. Okay. Jesus, Sie sind hinter mir her. Das sagtest du bereits. Ich muss ja tatsächlich bis in die Nacht warten. Ach, tut mir das nicht an, Leute. Ach, Mist. Oh, ich kann aufschließen. Das ist ja mal ein Luxus. Warte. Spiel nicht den Unschuldigen. Wir beide wissen, dass du es warst. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Aber ich habe einen Schlüssel. Ja, ich bin im geheimen Auftrag hier unterwegs. Lass mich in Ruhe. Typisch für mich. Also gut, nur so viel. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Alles liegt an Sigismund und Wenzel. Das ist hohe Politik, verstehst du? Aber kein Wort zu irgendwem. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Ja, dankeschön. Ich habe doch jetzt alles in Erfahrung gebracht. Wieso kann ich mit ihm jetzt nicht drüber reden, dass er Baumeister werden soll? Verließ Prag, oder etwa nicht? Warum wollen Sie mich jetzt töten? Oder muss ich noch irgendwas anderes rausfinden? Das macht keinen Sinn. Zumindest nicht für mich. Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich bloß tun? Wisst ihr was? Wir warten auf die Nacht. Das kann nicht so lange dauern. So, hallo, zwei Stunden rumstehen. Im Lager mangelt es an Fleisch. Kein Wunder. Weil wir wieder das ganze Fleisch am Verderben lassen. Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich bloß tun? So, und hier geht es jetzt darum, dass ich mich ordentlich verstecke. Das heißt, ich werde wieder umziehen müssen. Also die Kleidung. Nicht lokal. Die Häubchen halten wir fest. Die dicke Rüstung kommt weg. Dafür kriegen wir die Mönchskutte angezogen. Ach, das Ding ist zu laut. Ich hätte schon ganz gerne ein bisschen Schutz. Naja, okay. Schutz wird überbewertet.
Brauchst du Hilfe? Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich bloß tun? Ja, aber wie mache ich das jetzt? Sitze ich jetzt wirklich eine Stunde hier rum? Jetzt sagen wir mal, es muss dunkel sein. Er lebt noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich sollte vielleicht auch die Tür zumachen. Wenn ich sie nämlich offen lasse, dann weiß ich nicht, ob sich jemand reingestohlen hat. Das klingt nicht wie eine gute Aufgabe. Also jetzt einfach rumhocken und zu warten, bis irgendjemand wirklich auftaucht. Kann ich die Zeit verstreichen lassen oder mache ich damit irgendwas kaputt? Ich versuch's. Die andere Frage ist, hat jetzt jemand abgesperrt? Nein, natürlich nicht. Wer bist du? Jesus, Sie sind hinter mir her. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Was ist mit deinen Gelübden? So, die Tür ist zu. Leider kann ich sie nicht absperren. Die Tür kann ich zuwerfen. Aber wo verstecke ich mich? Das ist halt eben kritisch. Ich bin recht unsichtbar an der Stelle. Nur wann kommt denn auch dieser Rabauke, der dann versucht, sich da reinzustehlen? Na komm, wir warten bis nach Mitternacht. Vielleicht gibt es hier ja einen Ereignisplot, irgendwas, was passiert. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Ich verließ Prag, oder etwa nicht? Warum wollen sie mich jetzt töten? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Doppelzelle! Verflucht! Her, Weichei! So, ich lasse den Wachmann das machen, wenn er sich mal mit einmischen würde. Ja, genau so. Jawohl! Ich könnte jetzt plündern. Ha! Verzierter Kriegswams, edler Hut. Mein Gott, hat der tolle Sachen. Da schaue ich mir den verzierten Kriegswams einmal genauer an. Schick. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? So, hallo Konrad. Ich hab's geschafft. Nun, hast du jemanden entdeckt? Habe ich. Und? Er ist tot. Er war ein Meuchelmörder.
Gott hab Gnade. War es Peker? Ich habe ihn deutlich erkannt. Also sind Sie hinter mir her. Ich wusste es. Heilige Maria, es werden weitere kommen. Ich muss untertauchen. Komm nach Palmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Talmberg. Na, endlich. Das war auch eine lange Sache, bis er endlich mal zugibt, dass ich recht habe. War hier nicht irgendwo der PK? Oh. Da, da ist er. Der verzierte Sebams würde mich eigentlich schon interessieren, aber im Endeffekt brauchen wir die Sachen wirklich nicht. Das ist ein gutes Argument. Wir können uns nochmal kurz einkleiden. Mönch hat hier nichts zu suchen im Kloster. Das heißt, wir haben eigentlich nichts mehr hier zu suchen. Wir haben alles fertig. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir noch erledigen können. Auf dem Weg Richtung Talmberg werden wir noch das ein oder andere Tier erlegen wollen. Das dann mit Konservierungsmittel entsprechend abfüllen. Und dann allergrößte Hoffnung sein, dass wir mal genug Nahrung für die Leute mitgebracht haben. Und wir müssen noch Bier auftreiben. Immer noch. Das wird wohl nichts mit dem Bier. Ich lass mal Burak navigieren, weil der kann das besser als ich. In der Zwischenzeit schaue ich mich mal um, ob hier noch irgendwo Wild rumläuft, dass ich kurzerhand erschießen kann. Wobei in der Nacht ist es doof. Ich sehe so schon schlecht genug. Müsste mir irgendwie so einen Nachtsichttrank mal besorgen. Ich glaube, sowas gibt's hier. Welch friedliche Nacht. Oh, wir haben wieder ein Dorf erreicht. Hier gibt es doch bestimmt auch noch eine Schenke. Irgendwo. Jetzt habe ich mich hier verritten, schon wieder. Gut gemacht, Burak. Da ist keine Schenke. Ah, in der Richtung muss irgendwo eine Schenke liegen, laut Kompass. Ich schaue nicht so gern drauf, aber hier in der Ortschaft kenne ich mich nicht aus. Ist ja gut, Hund, ist ja gut. Gott sei mit dir. Da ist irgendwo eine Schenke. Das heißt, ich bin eigentlich schon auf dem Schenkplatz. Ja, und es ist keiner da. Genau, hier ist auch das Würfelspiel. Dann warten wir noch ein bisschen. Wird? Sind die da? Sind sie da? Nein, noch nicht. Also, noch eine Stunde dranhängen. Nach 8 sollte er hoffentlich aufmachen. Ich brauche mein erstes Bier.
Hallo, Mariana. Kenn ich dich? Nein, nicht direkt. Der Wirt. Er sieht auch nicht so edel aus. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ich bräuchte ein paar Fässer Bier. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Hab nur noch ein paar Fässchen. Wenn die weg sind, verliere ich meine Stammgäste. Achso, wie stehen die Dinge? Wie stehen die Dinge? Nicht übel, denke ich. Lebe wohl. Aber scheinbar waren wir erfolgreich mit... Weg, Mariana, weg. Wahrscheinlich waren wir erfolgreich mit dem Abwerben von Bier. Ich hoffe es zumindest. Oder muss ich hier stehen? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, aber ich versuche jetzt einfach mal die Aufgaben zu erledigen, die wir auch erledigen können. Das heißt, wir sagen Bescheid, wir haben den Baumeister. Irgendwer möchte jetzt mit uns kämpfen, ich weiß nicht wer. Ja, okay. Lassen wir es. Wird sich schon noch zeigen, wenn es wichtig ist. Ach du. Wir lernen ein bisschen mit Schwert umgehen. Das war eigentlich schon zu einfach. Warum schnappe ich mir das ganze Zeug jetzt einfach? Wir haben Hunger. So, von der Sattheit her sollte es jetzt gehen. Wir nehmen noch ein bisschen Trockenfrüchte zu uns. Ja, passt. Und jetzt können wir nach Thalmberg auf befreiten Wegen. Meroyet müssten wir jetzt erreicht haben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Entschuldigung, wollte ich nicht. Meroyet, genau. Wie man reitet, du Tölpel. Aber Meroyet bringt uns ja jetzt erstmal nicht weiter. Ja. Also gut, gleich die Konservierungsmittel auf das Fleisch kippen, Fleisch abgeben. Dann können wir nochmal den... Desertieren die gerade? Keine Ahnung. Dann können wir noch dem Baumeister Bescheid sagen. Ups, habe ich wohl die Straße verfehlt. Dass er jetzt dem Fafer genau genommen, dass er jetzt Hilfe kriegt. Und... Vielleicht haben wir auch die ein oder andere Bierfrage gelöst. Weil wir wissen ja, Andreas schickt sein Bier. Der Betreiber des Gasthauses mitten in der Pampa, irgendwo am Waldrand. Der halben Strecke nach nirgendwo. Dann habe ich auch die Priester kommen lassen. Den Simon, Pater Simon, genau. Dann habe ich auch noch den Kloster Bescheid gesagt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Andreas
von seinem Gasthaus. Das heißt, einmal kehrt. Querfeld ein durch den Wald. Die Sache mit den Köhlern hatten wir ja auch schon erledigt. Die schicken ja das Pech. Ich muss nur noch den richtigen Leuten Bescheid sagen. Ich glaube, ich gehe einfach mal jedes Lager nochmal durch und spreche mit den wichtigen Personen, die die Aufträge zugeteilt haben. Kromburak, raus aus dem Graben. Dankeschön. Ich glaube, der Weg ist gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nicht direkt. Die Jagdhütte. Nein, meine Jagdhütte. Ich bin ja hier der Jägermeister. Zumindest war ich's mal. Bevor es einen neuen Herrn bekommen hat. Aber ob ich jetzt immer noch als Jägermeister gelte? Weil der eigentliche Herr ist der Lord Divish. Nur seine Burg und damit sein Lehen quasi von einem anderen besetzt. Also ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie noch rausfinden. Gott schütze dich, Heinrich. Ah, ich dachte schon, der wäre verletzt, weil er so auf dem Boden rumkauert. Na gut, schauen wir das Ganze mal an. Aber die Abgabe können wir dann diese Folge nicht mehr machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.